Ich habe angefangen, Yoga zu machen, schon als 20-Jähriger und habe eigentlich ein Bedürfnis gehabt, nach einem Weg zu suchen, wie ich mit dem Stress umgehe und wie ich dann letztendlich mich freimachen kann, um das Publikums Energie zu empfangen. Und dann wird das ein sehr positiver Energiekreis. Das war für mich durch meine ganze Karriere eine große, große, wichtige Sache. Ich habe heute nach dem Aufstehen habe ich gleich eine Stunde Yoga gemacht. Ich brauche das, Aber da absolut. sagst du eh was Schlaues. Ich habe nach was gesucht, um mit dem Stress umzugehen. Und ich glaube, das ist im Endeffekt die wichtigste Aufgabe, die man in so einem Orchester, eigentlich in jedem Orchester auf so einer Position, die wir beide da innehaben, hat. Da muss jeder für sich so sein eigenes Rezept finden. Tendenziell ist wahrscheinlich Yoga und Wasser auf jeden Fall besser als Saufen und Beta-Blocker. Aber da gibt es natürlich noch ganz viel dazwischen und auch ganz viele andere Wege. Und da gibt es auch kein Patentrezept. Also nur weil das Aber jetzt bei wirklich dir jeder so hat dann. funktioniert, heißt das nicht, dass das bei mir funktioniert. Obwohl, du Ich machst mache jetzt auch Yoga Yoga, seit stimmt. Mea culpa. Bei uns ist es dann oft einfach mal nur ein Ton. Also ein langer Ton. Das ist jetzt vielleicht auf der Geige dann ein bisschen leichter zu lösen. Und bei uns kann das dann durchaus mal zu schlaflosen Nächten führen. Es gibt viele Hornisten, die das nicht mehr schaffen, weil sie irgendwann mal eine fürchterliche Gurke da reingehauen haben und dann nur noch dran denken. Und das ist wahrscheinlich einer von den wichtigsten Aspekten, was einen erfolgreichen Solohornist ausmacht, ist die Fähigkeit, so eine Gurke einfach wegzustecken und weiter zu Ja, spielen. das ist auch ein Prozess, in dem man, glaube ich, irgendwie reinkommen muss, wo man sich einfach aktiv mit auseinandersetzen muss. Weil sonst, wenn man sich dem immer nur quasi entzieht und es quasi ignoriert und hofft, es löst sich irgendwie von alleine, wird es meistens nichts. Weil ab und zu mal passiert was. Wir sind Menschen. 99,99% perfekt ist trotzdem ab und zu mal eine Gurke drin. Wir sind ja immer am Radio, beim BR, das wird alles mitgeschnitten, CD produziert. Man hat natürlich den Anspruch, so wenig Fehler zu produzieren, wie es geht, aber niemals auf Kosten von Ausdruck und von Musik. Und ey, wenn was passiert, also das ist ja schön bei unserem Beruf. Wir sind jetzt kein Gehirnchirurg oder wo jetzt irgendwie einer dann auf dem Tisch wegstirbt, sondern da ist halt eine Gurke im Raum. Da regt man sich selber meistens am meisten drüber Ja, auf. sicherlich. Wenn man Glück hat, schreibt der Kritiker noch einen netten Satz in die Zeitung und dann hat sie es meistens ja schon erledigt. Also für mich war das damals wahnsinnig spannend, eigentlich ins Orchester zu kommen, weil ich kam von der Oper aus Stuttgart. Da spielt man dann wieder auch ein bisschen anders und vielleicht auch noch mal ein bisschen defensiver. Und dann kommt man ins Sinfonieorchester und denkt sich, boah, Wahnsinn, ist das laut. Die spielen alle so laut und im Gasteig muss man auch wirklich sehr laut spielen, damit das irgendwie präsent ist. Und das hat bei mir bestimmt 2, 3 Jahre gedauert, um auch so in diese Gruppe klanglich reinzuwachsen und natürlich auch in so diese Rolle, jetzt da vorne zu sitzen und Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe mir da auch ganz viel bei dir abgeguckt. Ich weiß noch, wir haben in meinem ersten Jahr im Probejahr, weißt du, da gab es mal ein Zwischengespräch und die Kollegen waren auch alle ganz glücklich. Und dann hieß es, ja, aber so, also wir würden uns das und das noch wünschen und vielleicht kannst du mal beim Eric. Und dann hatten wir irgendwie einen netten Abend bei dir daheim und haben zu später Stunde Duette in deiner Kabine gespielt. Du, glaube ich, auf deinem alten Horn und ich auf einem Wiener F-Horn. Wir haben Carsten als glänzende Juwel Oh. schon im Visier gehabt, als er noch nicht einmal volljährig war So quasi. schlimm war es nicht. Ich war schon 18, Ja. glaube selten Gelegenheit, aber wir genießen das eigentlich beide immer sehr, ja, wenn es mal dazu kommt. Das lässt du genau. mal mit Rheingold da machen wir Rheingold. zusammen. Eine von den Britten. schönsten Stellen in der ganzen Repertoire. Erste Mal überhaupt, wo Wagner-Tuba eingesetzt wird, weil Eintritt von den Göttern in Walhall und der Carsten kommt von hinten Ja. und spielt. Und Gott sei Dank habe ich Pause, weil mir sind die Tränen einfach runtergelaufen. So, was für Ja, ein und ich schöner sitze Tag. davor 40 Minuten lang rum und hoffe, dass es klappt und spiele keinen Ton eigentlich. Und ansonsten sehen wir uns vor allen Dingen bei der Diensteinteilung. Und reisen.
Und bei den Reisen. Und bei den Reisen. Stimmt. Das ist das, ja. Obwohl ich nicht mehr so mit den jungen Leuten mithalten kann, weil ich muss früh ins Bett gehen und Wasser trinken und Obst essen und abends. Und also. Glaubst du, ich mache was anderes? Ja, die, und die machen das zusammen, also das Wasser trinken. Und, ja. Ich finde, wir haben eigentlich die beste Diensteinteilung Kultur entwickelt. Ja, das stimmt. Dass wir erstmals den Dienst einteilen und dann zu den gemütlichen Teil des Abends schreiten. Das haben wir auch schon mal andersrum gemacht. Deswegen haben wir jetzt das ja, so. Das stimmt. Ja. Da mussten wir am nächsten Morgen die Diensteinteilung dann nochmal machen. Das war kontraproduktiv. Ja. Das stimmt, ja. Hard auf Hard kommt, wird eine Münze geschmissen, wenn wir beide spielen wollen. Ja, ich will auch. Ja, nee, ich will auch. Und du hast es das letzte Mal gespielt. Ja, aber vielleicht. Jetzt, und so. Jetzt endlich bin ich so weit, dass ich sagen kann, aber das ist vielleicht das letzte Mal. Das heißt, jetzt Mal, endlich, das sagst du mir seit Jahren, dass es das letzte Mal ist, dass du das spielen darfst. So zwei schaut's aus. Jahre, zwei ja, Jahre, ja, ja. Ach komm, noch einmal fünfte Mal, noch einmal siebte Mal. Na gut.